Aber da steht nichts. Bestiarium. Lindwurm. Habe ich 3 Stück besiegt und steht schon ziemlich viel da. Meeresfledermaus. Ja. Höhenkäfer. Habe ich 3 besiegt, aber weiß noch fast nichts über die. Schiffskampf. Oh, das wird nachher lustig werden, den Schiffskampf zu lernen. Die Defiant, Huana. Bautai. Nö, steht leider nichts da, wie die Hauptstadt nochmal hieß. Okay. Hm? Certainly. Erstmal Level abmachen. Neue Kraftstufe, ein aktiver und ein passiver und 2 neue Fähigkeiten für Waldläufer. Sehr schön. Ein Punkt in Mechanik. Ein Punkt in Findigkeit, dass wir alles mal auf 2 haben. So, was haben wir hier? Gefährten wiederbeleben. Das wäre nicht schlecht, die Ausweichrolle. Der Waldläufer hechtet in Sicherheit und erhält eine Inspiration. Sinn des Raubtiers verstärkt die tierischen Instinkte des tierischen Gefährten des Waldläufers. Ah, Zeitschadenseffekt. Was haben wir hier? Wille des Bullen. Ah ja, Verteidigungs. Gewährt beim Kampf beginnt Konzentration. Tapferkeitsverteidigung, Reflexverteidigung und Verteidigungsbündnis. Wodurch beide einen erheblichen Bonus auf Verteidigung erhalten, wenn beide einen Angriff im gleichen Wirkungsbereich zum Opfer fallen. Na, nicht so wirklich. Also Tier wiederbeleben wäre nicht schlecht und... Bestimmt ein einzelnes Ziel als Beute zur Jagd freigeben. Wenn die Beute getötet wird, springt dieser Effekt auf einem nahen Gegner über. Das wäre nicht schlecht. Lässt den Gegner humpeln auf die 12 oder der Waldläufer schießt tödlicher, was seinen oder ihren verwundeten Schuss genauer macht. Ach, genauer verwundeter Schuss. Hm. Gefährten heilen, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Oder was haben wir hier noch? Angriffsbindung, dadurch kann ich Verbindung des Pirschjägers. Hä? Verbindung des Pirschjägers. Der Waldläufer bekommt nur ebenfalls einen Bonus auf Genauigkeit, wenn er einen Gegner bekämpft, der von einem tierischen Gefährten bedroht wird. Ah, das ist auch nicht schlecht. Gestärktes Bündnis. Erhöht den geteilten Bonus, der durch Verteidigungsbündnis verliehen wird. Hm. Ja, ich muss auch immer mal gucken, was mit den abhängigen Fähigkeiten so ist. Wie hier zum Beispiel, was ist das? Gewährt den Gefährten außerdem die Inspiration C. Verfassungsinspiration C. Charakter verfügen plus 5 Verfassung erhalten plus 2 Rüstungswert. Ist das dann nur gültig, solange das Ding wirkt oder dauerhaft? Das ist die gute Frage. Der tierische Gefährte teilt kurze Zeit, nachdem er wiederbelebt wurde, zusätzlichen Schaden aus. Das ist cool. Ausweichfeuer. Der Waldläufer greift sofort einen zufälligen Gegner in Reichweite an. Benötigt eine Fernwaffe. Mhm. Also ja, man muss sich hier jetzt echt Gedanken machen, was man teilweise macht. Einen Punkt habe ich, wie gesagt, noch. Brutales Umreißen oder Vorbereitungskombination. Der nächste Angriff auf das Ziel wirkt stark erhöhten Schaden. Eigentlich ist das auch gar nicht mal so schlecht, das zu haben. Aber... Nee.
Sinn des Raubtiers wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, ich mache mal das hier. So. Äther als nächstes. Athletikbonus und einen Einschüchternbonus. Durchdringender Schlag. Der Kämpfer trifft sein Ziel mit verheerender Kraft und erhält bedeutende zusätzliche Durchschlagskraft während des Angriffs. Erhöht die Menge regenerierter Gesundheit. Das wäre nicht schlecht. Erhöht Tapferkeitsverteidigung. Erhöht die Reflexe. Angriffsbindung. Gewährt bei Kampfbeginn Konzentration. Erhöht Willeverteidigung. Maultiertritt. Ein mächtiger Angriff, der die Feinde zuerst in die Luft schleudert und dann zu Boden wirft. Anschließend sind sie desorientiert. Der Kämpfer erhält nun auch die akute Inspiration. Toll, was das macht, steht hier nicht dabei. Bewusste Inspiration wird zur intuitiven Inspiration verbessert. Bewusste Inspiration wird zu intuitiver Inspiration. Das brauchen wir nicht unbedingt. Also das hätte ich einmal gerne. Der Kämpfer trifft sein Ziel mit verheerender Kraft und erhält bedeutende zusätzliche Durchschlagskraft während des Angriffs. Plus 25 Schadensbonus. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Was war an dieser Nummer? Erlaubt es dem Kämpfer, Verbündete in Sicherheit zu ziehen, wenn sie das möchten. Verletzt den Verbündeten nicht. Aha. Senkt den Rüstungswert des Gegners für den nächsten Treffer, den er erhalten wird. Achso, rein ins Getümmel halt verbessern. Brauchen wir unbedingt nicht. Die Kämpferhaltung ist schon freigeschalten. Dann verbessern wir mal seine Regeneration. So. Xoti. Arcana und Religion. Fähigkeiten. Ja. Das hier hat sie von vornherein widerwärtige Dornen. Ach, das hier ist die Kraftstufe. Das ist auch gut zu wissen. Was haben wir als Passiv? Eigentlich nur Verteidigungssachen. Gut, das heißt, die zwei Punkte gehen in Zauber für diese Stufe. Grässliche Segnung. Verstärkt die Verbündeten im Kampf und gibt ihnen Aufmerksamkeitsinspiration. Schlüsselwort Schutz. Gebet für den Körper. Schlüsselwort Schutz. Inspiration klug. Mhm. Abwehrsiegel. Das wäre nicht schlecht. Generiert ein magisches Siegel, das in einem Schwall elektrischer Energie explodiert, wenn ein Feind es berührt. Und dem Elektroschockschaden zufügt. Hm. Habe ich eigentlich hier oben noch irgendwelche Zauber? Das hier hätte ich eigentlich gerne. Also den Machtbuff, der Macht und Entschlossenheit erhöht. Schläge des Niederschlagenden. Quälende Zweifel am unerschütterlichen Glauben überfällt Feinde im Wirkungsbereich. Und verringert ihre Nahkampfgenauigkeit und die Reichweite ihrer kritischen Treffer. Hm? Geweihter Boden. Oh, den nehme ich. Der ist gut, geweihter Boden. So, Alof noch. Der kriegt
einen Punkt in Heimlichkeit mal. Und einen Punkt in Diplomatie. Gewinn zu Konzentration. Die Konzentration, wie wahrscheinlich es ist, dass seine Angriffe oder Zauberkampf unterbrochen werden. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Den da hätte ich auf jeden Fall gerne mal. Beschwört drei Geschosse, die das Ziel durchbohren und auf jeweils zwei zusätzliche Ziele überspringen. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Lebenskraft nutzen, das ist also keine Hast. Eine Hast hätte ich eigentlich auch gerne. Warte mal, ist das Hast? Ne, das ist flinke Füße, Bewegungsgeschwindigkeit, also eine Pseudo-Hast. Ja, mächtiger Energiebolzen, wenn... Nein, den Zauber nicht. Korrosionsschaden, das wäre gar nicht mal so schlecht. Führt dazu, dass sein Zauberwirker versetzt erscheint, seine Abwehr, seine Reflexe werden für die Dauer erhöht. Hm, klingt auch nicht schlecht. Sichtbare Schwachstellen des Feindes aufdecken. Geringe Fäule. Erzeugt einen Energieball in der Hand des Zauberwirkers, der auf einen Feind gesteuert werden kann und somit jeden im Wirkungsbereich Verbrennungsforce oder Korrosion... oder Elektroschockschaden zufügt. Die Feuer wird kontinuierlich genährt. Nehmen wir mal das. Das klingt lustig. Yes? So, Adolf hat jetzt aber auch die beiden Zauber aus seinem Zauberbuch. Ah ja. So, die hat hier jetzt zwei neue Zauber. Ja, das hier ist dieser widerwärtige Dorn. What can I do you for? I hear you. Ja, ich gebe zu, das Level-Up dauert in dem Spiel ein bisschen. Im ersten Teil ging es definitiv schneller, weil man nicht so viel durchgucken musste und nicht so ganz so viel überlegen musste, jetzt wie hier im zweiten Teil. Senden die Götter dir viele Omen. Yeah. Kann ich mir jetzt auch irgendwo meine Kraftstufe eigentlich anzeigen lassen? Ah ja, Kraftstufe 3. Das heißt auch, die Heilung ist jetzt stärker geworden durch die Kraftstufenerhöhung. Gefährten wiederbeleben kostet 3. Okay, das sollten wir dann also doch nicht so häufig machen. Yes, absolutely. So, dann verlassen wir mal Port Maya zu Fuß. Und kehren zu unserem Schiff zurück. Gibt es irgendwie eine Schnellreisemöglichkeit? Ja, Nikataka ist da hinten. Ich würde aber gern dahin gehen. Ah, ich muss einfach nur draufklicken und schon marschieren wir dahin. Gut. Okay, wenn ich mehr als 3 Verletzungen habe, dann... stirbt ein Charakter von mir dauerhaft? Das ist nicht so gut. Good, you are here. Clario has made good on his promise. We are making ready to free your ship.
Gut, du bist hier. Clario hat sein Versprechen eingehalten. Wir treffen Vorbereitungen, dein Schiff zu befreien. Ikawaha zeigt auf dein Schiff, wo eine kunterbunte Gruppe aus Huan und Valianer-Arbeitern hin und her rennen. Ich sage still, dass du fortunat. Das Schiff war nearly lost, but it will float. For how long, I cannot say. You will wish to find a friendly port with some speed, I think.